8 Uhr in Rosenheim. Dienstbeginn für Thomas Zach und Thomas Böttger. Die Verkehrspolizisten fahren zu einer Kontrollstelle an der A8. Hier prüfen sie heute Technik und Ladung von Lkw. Und mit Hilfe einer speziellen Waage auch deren Gewicht. Die Waage hat einen besonderen Vorteil. Sie vorstellt, dass man heute ein Fahrzeug mit mindestens 5 Achsen hat bei einem großen Lkw, dann ist das schon eine Zeitersparnis. Der fährt hier im Bereich von zwischen 40 und 70 Sekunden. Jeder Lkw muss nur einmal über die Waage rollen und das Gewicht steht fest. Der erste Transporter steht zur Kontrolle bereit. Wir haben einen polnischen Kleintransporter, der einen Anhänger mit 2 Pkw geladen hat. Jetzt müssen wir erst einmal schauen, ob die Gewichte passen, weil es ganz schnell mal sein kann, dass er das Anhängegewicht überschreitet. Das zweite ist, dass zumeist der technische Zustand der Anhänger nicht so optimal ist. Also wenn wir da auch ein bisschen nachschauen. Und last but not least, wenn wir schauen, wie es mit dem Fahrer ausschaut, ob er im gewerblichen oder im privaten Verkehr unterwegs ist. Ja, wir haben schon relativ häufig Probleme mit so Kleintransportern, weil er halt das Schnell-Schnell-Geschäft ist, sage ich. Aber das sehen wir jetzt dann gleich. Nimmst du die Dokumente von und dann frage ich die Gewichte ab. Grüß Gott. Verkehrspolizei Rosenheim. Verstehen Sie Deutsch? Englisch. Englisch, okay. Das ist ein Traffic Control. I need a Dokument vom Truck and vom Trailer. Währenddessen prüft Thomas Zach das Gewicht. Wie es ausschaut, sind das 2 Schrottfahrzeuge. Da schauen wir mal, ob er noch irgendwelche Belege dabei hat, wem die Fahrzeuge gehören und wo die hin sollen und wo sie herkommen. Da müssen wir erst mal gucken. Tom? Ich habe mir gerade die Wiegen angeschaut, der ist vorne schon um 20% schwer. Das ist Humova Rent, okay. Das ist meine LKW Rent. Okay. Okay, dann. Do you have Tachograph? No. Privat. Was privat? Okay. We look. Okay. Gut. Possible Park hier. An. Ja. Also vorfahren und zurück und dann machen wir Check, Friend und. Die Parking da. Ich eskortiere dich, okay? Der hat vorn, der für 3,5 haben und hat jetzt auf der Ding schon 4.200 und ein paar zerquetschte. Mhm. Okay, aber das lasse ich mir jetzt gleich noch mal ausrechnen vom Christian. Weil wenn ich das richtig sehe, hat er sie aufgeladen. Ja, und lädt sie ab. Lonato, in Hub von der Firma. Ja. Der hat gesagt, das Italien ist nicht privat, Lonato, oder? Und er bringt es nach Gorlitz zu der Firma. Inwiefern er mit den Firmen zusammenhängt. Das ist der, meiner Meinung nach nicht privat, das ist ein ganz normaler Auftrag. So, und was soll das sein? Was hat er hier? Das ist ein Mietvertrag für den Anhänger, für die Zugmaschine. Ja, eben. Und damit ist er dabei. Braucht ein Kontrollgerät. Oder siehst du das anders wie? Nein, Moment. Ja. Gut, dann schauen wir uns das Gewicht noch an und dann machen wir die Bremsprobe und die Ladungssicherung. So, Christian, der hat 3.500 Kilo. Ja. Kannst du das einmal ausrechnen, wie viel das er hat? Habe ich gerechnet. Ja. Mit 4,260. Sind wir bei 19,25% Überladung. Okay. Im Gesamtgewicht. Der Fahrer darf mit dieser Überladung nicht weiterfahren. Ein anderer polnischer Fahrer, der Deutsch spricht, hilft den Polizisten bei der Übersetzung. Er hat die Fahrzeuge in Italien geladen, das ist richtig. Wer war es? Da war der Bauer. Ja. Und er fährt jetzt nach Ostdeutschland, nach Görlitz. Lonato. Ist das? Nach Görlitz. Also, da ist Firma aus Görlitz. Und jetzt ist meine Frage, und das ist sein Privatvergnügen, das macht er nur zur Gaudi, da kriegt er kein Geld dafür. Nein. Er bekommt kein Geld. Nein. Und das möchte er mir jetzt wirklich wahr machen. Die 2 Autos hat er für sich gekauft und von der Firma, so wie ich das verstehe, hat er das Fahrzeug geliehen, um das zu transportieren. Okay. Also, er kriegt von einer Firma ein Auto ausgeliehen, um die Fahrzeuge zu transportieren, die er selber hinbringen möchte. Warum bringt er die nicht nach Polen, sondern nach Deutschland? Das hängt mit dem Zoll zusammen. Okay. Weil er keine Firma auf sich hat, ladet er hier ab. Das ist halt eine Schutzbehauptung, dass er privat fährt, weil er dann halt aus bestimmten Gesetzen herausfallen würde. Sprich zum Beispiel, er braucht dann kein Kontrollgerät, er braucht keine Genehmigung. Und der muss sich nicht an die Lenk- und Ruhezeiten halten. Privat wird das sicherlich nicht sein, weil ansonsten wären ja Kaufverträge vorhanden, die belegen würden, dass er die Fahrzeuge privat gekauft hat. Und das kann er uns absolut nicht nachweisen. Jetzt machen wir erst einmal den Bremsencheck. Das ist mir jetzt das Wichtigste. Und dann gehen wir um das Fahrzeug nochmal rum und schauen, dass das passt. Einmal hier anziehen.
Genau. Ich darf den Bremsencheck jetzt machen, Tom. Und dann einsteigen und fahren. Na komm, ab geht's, Gas geben. Aber das schaut ganz gut aus. Okay. Genauso wollen wir es haben. Funktioniert einwandfrei. Also man hat ein deutliches Blockieren gehört, man hat auch dieses Quietschen gehört von der Bremsanlage. Stopp! Und jetzt sieht man auch wieder, dass die Bremse wirklich eingeht. Motor stopp und dann kurz zu mir kommen, bitte. Stopp! Gut, das Schiebestück funktioniert auch. Chef, Motor stopp. Und zu mir kommen, bitte. Also wie wir erwarten, sehr gute Bremse ein. Okay, open. Genau, okay. Bremse ist gut. Okay, gut. Dann machen wir als nächstes die Ladungssicherung. Haben Sie ein Zertifikat für das hier? Thomas, schau mal her. So viel zum Punkt, was das Ding aushält. Okay. Schon komplett eingerissen und da hat es wieder eingehängt. Da vorne auch. Also sind definitiv keine Anschlagpunkte. Und da hat er wieder eingehängt. So. Also das haut nicht hin. Das Problem bei diesen Fahrzeugen ist meistens, man weiß nicht, welche Möglichkeiten hat. Und jetzt sieht man genau da, dass das definitiv nicht so belastet werden kann, weil die schon total ausgerissen sind. Ja? Jetzt versucht das wieder so. Es sind einmal so Punkte zum Einsetzen, der Radblocker. Da sehe ich aber nicht so viel da. Gell? Also ist der Anschlagpunkt falsch gewählt und damit die Ladungssicherung nicht in Ordnung. Insbesondere, weil auch am Fahrzeug selber keine Radblocker sind. Vielleicht fotografierst du die zwei Sachen noch, weil sonst tritt er sie raus. Also wie gesagt, wenn das da so ausreißt wie da, dann liegt halt das Auto irgendwann mal auf der Straße herunten. Er hat ja extra die Leisten, wo er es einhängen kann. Genau. Ne? Der Warning auch, da ist der Haken bloß belastet. Das haut auch nicht hin. Siehst du das? Ja. Kommst du da hin? Schauen wir mal. Wenn das einzige war, also beim Pkw gefällt es mir gar nicht. Oder beim Lkw. Und da. Okay. Und da ist auch so, da ist auch schon alles schön langsam ausgebaut da. Gell. Aber naja. Radblocker kennen die nicht, oder? In Polen. Der Thomas, den fotografierst du auch noch, der ist auch wieder auf Belastung. Chef, jetzt zeige ich dir mal zwei Sachen, die mir nicht gefallen. Drei. Das da ist nicht okay, gell? Muss closed sein normal, hier, closed, und dann das Gravierendere, da, das ist die Spitze, Chef, nicht okay, okay, ja, und jetzt kommen wir in den Bereich, wo es ein bisschen, da ist das Gleiche, schau. Radblocker, Blockator, nix? Nein. Ja. Und jetzt da, schau. Defekt. Mhm. Defekt. Und jetzt hängst du da wieder ein. Mhm. Ist nicht okay, Chef. Schön. Chef, da machen wir noch Kontrolllutsche. Licht. Ah, ja, okay. Frener, den ganzen Zeug. Stellst du dich vorne hin? Okay, dann stelle ich mich hinten hin. Okay, Rückwärtsgang. Retour. Nach 30 Minuten steht fest, der Fahrer aus Polen hat gleich mehrere Verstöße begangen. Drei Probleme. Ein Problem ist Tara. Mhm. Ja? Dann zweites Problem ist Siguranz. Und das dritte Problem ist Tacho. Mhm. Ja? Und für alles bekomme ich, für alles komplett bekomme ich vom Chauffeur, von dir. Ja? Und dann brauchen wir eine Lizenz und ein Fahrzeug mit Tacho oder trennen. Also Anhänger muss stehen bleiben und okay, I know. LKW. Aber wir brauchen Regulation vom Gewicht, bevor das Fahrzeug weiterfährt. Das ist das nächste Problem. Okay? Aber das kriegst du hin, hoffentlich. Der Fahrer muss 795 Euro Strafe zahlen. Die Unfallautos will er am nächsten Tag umladen. Jetzt rollt ein Schwertransport an die Kontrollstelle. Mit maximal 6 km pro Stunde darf er über die Waage fahren. Ein bisschen schnell ist er. Ich wollte gerade sagen, schauen wir mal.
Jetzt kannst du es eh vergessen. Komplett retour. Und die Bremse hat auch ganz gut durch. Hast du das gehört? Ja, die ist ein bisschen nass. Ach, die ist nass, die Bremse. Das ist eine nasse Bremse, okay. Alles klar. Habe ich nicht gewusst, dass das eine nasse Bremse ist. Jetzt fahrt unser Ding auch noch über den Haufen, oder? Nein. Ja, freilich, schauen wir noch. Das erste Problem ist schon, dass man nicht Auto fahren kann.